Hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich wieder einmal draußen hier bei uns oben an der Nordseeküste. Und zwar befinden wir uns hier beim Großsteingrab Bözenbett. Das ist ein besonderer Spot hier in der Gegend aus der Steinzeit. Es handelt sich hierbei, wie du sehen kannst, um einen großen Steinkreis, der von den vorgeschichtlichen Menschen, den Neandertalern, sage ich jetzt mal, ganz landläufig errichtet wurde. So, das ist recht groß, das Ganze. Und in der Mitte befindet sich dann halt diese Formation hier mit den großen Steinen auf den etwas kleineren Steinen. Das waren insgesamt 3 so große Wackersteine. Und die lagen alle so senkrecht da drauf. Und irgendwann in der Vorzeit wurde dann mal der mittlere Stein gesprengt, wie ihr sehen kannst. Der ist dann hier zusammengebrochen. Und dadurch ist dann diese Schräge hier entstanden. Der stand, wie gesagt, genau wie die anderen beiden auch vorher so senkrecht. Und dann haben sie den gesprengt. Hier sind auch noch so Bohrungen drin. Die hatten eigentlich vor, den komplett zu zerkleinern und dann abzufahren. Das wäre natürlich sehr schade drum gewesen. So, wenn wir jetzt hier mal so rumgehen. Ja, dann könnt ihr das noch ein bisschen genauer sehen. Ich mich hier mal so drauf stelle. Und dann kann ich ja auch mal die X2, die 360-Grad-Kamera, hier an dem Selfie-Stick komplett ausfahren. So, dann habt ihr da auch noch mal so einen Eindruck von. Es ist wirklich ein schöner Ort hier, schön ruhig. Richtiger Kraftort, würde ich sagen. Den habe ich heute hier erstmalig entdeckt. Ist auch nicht ganz so leicht zu finden auf den Karten, nicht so eingezeichnet. Jetzt halte ich mal die 360-Grad-Kamera hier so ein bisschen darüber. Und dann können wir so auch mal hineinhalten. Schauen, ob das Licht sich dann ganz gut angepasst hat. So sieht es halt von innen aus. Ja, hab's mal abgerutscht. Und da bin ich dann wieder zu sehen. Filme ich hier auch noch mal rein. Das wären bestimmt wieder ein paar ganz interessante Aufnahmen. Hier unter dem zusammengebrochenen Stein, dem Mittelstein. Okay. Und dann hier bei dem ganz äußeren Stein noch mal. Wenn man klein genug ist, kann man da sogar reinkrabbeln. Das werde ich jetzt allerdings nicht machen. Okay, dann gehe ich hier an dem äußeren Kreis nochmal lang. Das Areal war eine ganze Zeit lang komplett zugewuchert und verwildert. Aber dann haben die Denkmalschützer hier aus der Gegend das wieder entforstet hier, von dem Dickicht befreit. Und auch viele von diesen kleineren Steinen waren umgestoßen oder durch die Witterungsverhältnisse umgefallen. Die wurden dann wieder aufgerichtet. Okay, hier nochmal diesen beeindruckenden großen Stein. Das scheint der größte von den dreien zu sein. Wenn ich da jetzt nochmal so reinfilme, geht das hier durch. So, mal schauen, wie weit ich da komme. Haben wir nochmal die Ansicht. Wieder langsam raus. Ja, dann können wir hier noch lang gehen. So, hier auch mal reingefilmt. Okay, an dieser Seite nochmal. Ja, hier sieht man schön die Bohrung für die Sprengung. Glück, dass sie den zweiten Stein da nicht mehr gesprengt haben. Und
hier ist noch der äußere, der rechtsaußen. Das scheint der kleinste von allen zu sein. Jo. Okay. Echt ein schöner Spot hier in der Gegend. Filmen wir das nochmal so. Ich habe auch die Mini 2 mit dabei heute. Die werde ich dann auch gleich mal starten und ein bisschen um dieses Steinbett herumfliegen und dann vielleicht auch noch mal das ganze Gelände von außen ein bisschen filmen, dass ich das dann kombinieren kann. Okay, falls dir das Video gefällt, weißt du ja Bescheid. Lass mir einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken, du kennst das ja alles schon. Okay, und dann werden wir jetzt mal die Mini 2 starten. So, dann kann die von da starten. Cool. The home point has been updated. Please check it on the map. Gut, dann starte ich schon mal die Aufnahme und die Mini 2. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Sehr gut. Fliegen wir mal kurz rüber zur X2. Gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen versuchen, da reinfliegen. Mal schauen, ob das geht. Eventuell müssen wir dann den Sportmodus benutzen, da sie nach unten die Sensoren ja benutzt.
Und wir sind gelandet. Ja, so, und das war dann also auch schon wieder mein kleines Video hier von dem Steinbett, von dem urzeitlichen Steinbett hier aus der Vorgeschichte. Ich muss das nochmal nachschauen, wie es genau heißt. Das habe ich jetzt nämlich schon wieder vergessen. Genau, und zwar ist das das Großsteingrab Bülzenbett hier. Ja, wunderschön. War sehr interessant. Ich bin auch richtig schön mit der Mini 2 geflogen hier. Das ging sehr gut. Ich werde jetzt gleich nochmal die Mini 2 starten und da so durchfliegen und von oben ein paar Aufnahmen machen. Ja, dann nehme ich euch jetzt auch nochmal mit. Okay, ja, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du es wieder bis zum Schluss geschaut hast. Das ist ganz toll. Ja, wenn es dir gefallen hat, weißt du ja Bescheid. Daumen nach oben geben, kleinen Kommentar schreiben. Gerne auch abonnieren, falls das nicht eh schon gemacht hast. Und die Glocke drücken. So wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und dann möchte ich mich jetzt hier vom Bülzenbett, dem vorzeitlichen Steingrab, bei dir, von dir verabschieden. Ich wünsche dir, dass du gesund bleiben mögst auf jeden Fall. Hab viel Spaß, unternehmen was Schönes, so wie ich hier heute bei dem Urzeitgrab. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also, ich sage wie immer, mach's gut und bis bald. Dein Matthias.